Der chinesische Hersteller MG will sich als Elektroautomarke nun auch in Europa etablieren. Gibt es bis dato nur eine vollelektrische Version, so sind für 2021 vier neue Modelle geplant. Unter anderem ein Plug-in-Hybrid. Und all das von der heimischen Denzel-Gruppe, dem neuen Importeur. Also MG hat im Prinzip in unserer Gruppe zwei große Funktionen. Die eine Funktion ist, wir haben uns für die Marke MG deshalb entschieden, weil MG auch eine Marke ist, die Volumen machen möchte. Und das war für uns als Gruppe einfach ein entscheidender Faktor zu sagen, wir investieren und committen uns für eine Marke, die auch im Volumen Zukunft hat. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass die Marke MG und das Team um MG herum, das wir jetzt mittlerweile ja fertig haben, dass dieses Team quasi die Vorreiterrolle für Elektromobilität übernimmt. Wir haben zwar in der Gruppe natürlich auch Elektrofahrzeuge jetzt schon, aber immer in einem verschwindend kleinen prozentuellen Anteil zum Gesamtgeschäftsmodell. Und bei MG sind wir 100% elektrisch und diesen Schritt, der uns als Autobranche ja in einigen Jahren sowieso bevorstehen wird, den wollen wir mit MG vorwegnehmen und auch dafür einen eigenen Business Case erarbeiten. Aber wie wird die Vertriebsstrategie dazu aussehen? Ich glaube, da gibt es auch nicht eine Antwort drauf, sondern vielleicht zwei Ebenen. Es ist so, dass sich der Anteil der Elektromobilität in Österreich ja dramatisch nach oben entwickelt. Das ist ja auch der politische Wille. Und wenn ich sage, wir gehen heuer aus, 2021, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, von vielleicht 20.000 Zulassungen rein elektrisch und dieser Anteil wird ja noch steigen in den nächsten Jahren, dann ist es so, dass das Netz sich auch dynamisch entwickeln wird. In einer Horizont von vielleicht 2-3 Jahren würde ich so 30 bis maximal 35 Händler sehen, weil es auch sehr, sehr notwendig sein wird, dem Händler, der sich für Elektromobilität entscheidet, ein Potenzial im Sales zu geben. Der muss aus dem Sales Geld verdienen können. Und das ist mit einer zu hohen Händlerdichte und einem daraus folgenden Interbrand-Wettbewerb nicht möglich. Deshalb wollen wir das in 2-3 Schritten angehen. Wir haben jetzt quasi schon 10 Händler gewinnen können. Das ist ein bisschen eine Mischung, das sind teilweise Händler aus unserem traditionellen Netzwerk wie von Mitsubishi, sind aber auch schon neue Partner dabei. Und ich denke, dass wir so bis Mitte des Jahres ungefähr 25 Händler haben werden, mit denen wir das MG-Geschäft gemeinsam entwickeln werden in Österreich. Themenwechsel zur Preispolitik. Was ich glaube, dass nicht notwendig ist, ist über das Rabattthema so stark zu kommunizieren. Weil am Ende des Tages ist es so, dass Elektromobilität in die Bücher der Automobilbranche neue Seiten schreiben wird. Und ich kann da eben nichts abgewinnen, dass wir da in derselben Rabatthöhe wie mit einem klassischen Verbrennungsmotor weiter agieren. Also wir wollen die Listenpreise sehr attraktiv gestalten. Wie man es da eben beim CDS zum Beispiel sieht, mit 24,5 inklusive der Förderung ist das für ein B-Segment SUV voll elektrisch ein wirklich sehr fairer Preis. Und das werden wir auch bei den nächsten Fahrzeugen machen. Also wir kriegen ja heuer noch zwei weitere Modelle und da werden wir auch sehr darauf achten, dass wir sehr konkurrenzfähig sind. Was uns da zugute kommt, ist, es gibt paneuropäisch dieselben Listenpreise. Apropos neue Modelle. Ja, wir fahren ganz aktuell die Österreich-Premiere des neuen MG IHS Plug-in Hybrid. Der IHS Plug-in Hybrid ist das zweite Modell einer neuen Generation von MG-Fahrzeugen, kommt Ende Februar zu den Händlern. Interessant für den Kunden, der hat eine elektrische Reichweite von 52 Kilometer, ist damit förderfähig und somit nach Abzug der Förderung zu einem Preis von 32.240 Euro erhältlich. Mit 4,57 Meter überragt der Plug-in von MG zum Beispiel den VW Tiguan um 8 cm. Dank 2,72 Meter Radstand ist auch das modern eingerichtete Interieur geräumiger als das vieler Mitbewerber aus dem C-Segment. Vorne wie hinten bietet der Fünfsitzer genügend Beinfreiheit. Im Kofferraum ist Platz für 448 bis 1375 Liter Gepäck. Als Antriebsduo kombiniert der EHS einen 162 PS starken 1,5 Liter Turbobenziner mit einer 122 PS leistenden E-Maschine. Das Zusammenspiel leistet somit 258 PS und 370 Newtonmeter Drehmoment.